Kochen 12.02.2019 mit Fernsehkoch Seltzer Mackenzie YouTube. Sie brauchen kein Laserschwert, um den Hokkaido zu bezwingen, das gelingt auch mit einem guten Küchenmesser. Dann ist der Weg zur Erleuchtung, zum Eierkuchen mit Kartoffeln, Zwiebeln und knusprigem Speck, nicht mehr weit. Spüren Sie schon die Macht? Oder ist das etwa Hunger? Circa 50 Minuten J Klammer zu, einfach Portion circa 1,40 €, 11 Portion circa 480 Kilokalorien E 22 Gramm, F 33 Gramm KH 21 Gramm Einspeck grob würfeln, Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden, Kürbis waschen, Kerne und weiche Fasern entfernen, Kürbis samt Schale in dünne Spalten schneiden, Kartoffeln schälen, waschen und in Scheiben schneiden. 2 Speck in einer ofenfesten Pfanne ohne Fett knusprig braten, herausnehmen. Kürbis und Kartoffeln portionsweise im Speckfett ca. 5 Minuten anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen, herausnehmen. Öl im Bratfett erhitzen. Zwiebeln darin ca. 2 Minuten anbraten. 1 Esslöffel Zucker darüber streuen und leicht karamellisieren. Mit Essig ablöschen. Ofen vorheizen Klammer auf E bis H Erd, 200/Umluft, 180/Gas, S Hersteller Klammer zu, Eier, Sahne, Salz, Pfeffer und Muskat verquirlen, Kartoffeln, Kürbis und Speck in der Pfanne mit den Zwiebeln mischen, Eiermilch darüber gießen und bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten stocken lassen, dann im heißen Ofen 2010 bis 12 Minuten zu Ende backen. Tortilla nach Belieben mit Rucola servieren. Keine ofenfeste Pfanne du hast. Sobald die Tortilla an der Oberfläche gestockt ist, einen geraden Topfdeckel auf die Pfanne legen. Pfanne wenden und Tortilla mit der anderen Seite in die Pfanne gleiten lassen und zu Ende braten. Kürbis waschen, vierteln. Kerne und weiche Fasern entfernen. Kürbis mit Schale in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Nüsse hacken und in einer großen Pfanne ohne Fett rösten herausnehmen. 2 Esslöffel Öl in der Pfanne erhitzen. Kürbiswürfel darin ca. 10 Minuten rundherum braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 2 bis 3 I Salzwasser Klammer auf eine türkische Lira Salz pro Liter Klammer zu, aufkochen. Für die Gremolata Orange heiß waschen, abtrocknen, Schale fein abreiben und Orange auspressen. Petersilie waschen und trocken schütteln, Blättchen abzupfen und hacken. Petersilie, 4 Esslöffel Öl und Orangenschale verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. 3 Nudeln im kochenden Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Chili putzen, längs einschneiden, entkernen, waschen und in Ringe schneiden. Knoblauch schälen und hacken. Parmesan fein reiben. Circa 2 Drittel der Kürbiswürfel, Hälfte Chili, Knoblauch, Parmesan und Orangensaft, in einem hohen Gefäß mit einem Stabmixer sehr fein pürieren, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken, 4 Nudeln abgießen, Nudeln mit Soße und übrigem Kürbismieschen und anrichten, mit Haselnüssen und Rest Chili bestreuen, mit Gremolata beträufeln, Soße zu dick geworden ist. Etwas Nudelkochwasser beim Abgießen auffangen und in die Kürbissoße rühren. Zutaten für 4 Personen, 1 Kilogramm Hokkaido Kürbis, 400 Gramm Brokkolini, Klammer auf oder Brokkoli, Klammer zu, eine Dose, Klammer auf 425 Milliliter, Klammer zu, Kichererbsen, 4 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, Curry, eine türkische Lira Chiliflocken, 1 Esslöffel Sesam, 4 Stiele Petersilie, 4 Hähnchenfilets, mit Haut, Klammer auf, ca. 125 Gramm, Klammer zu, eine Dose, Klammer auf 400 Milliliter, Klammer zu, ungesüßte Kokosmilch, 1 kleiner Granatapfel, 116 Kekifässe, ein Backofen vorheizen, Klammer auf, E bis H Erd, 200. Umluft, 180/Gas, S-Hersteller, Klammer zu. Kürbis waschen, in grobe Spalten schneiden, dabei Kerne und weiche Fasern entfernen. Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Brokkolini putzen, waschen und eventuell etwas kleiner schneiden. Kichererbsen abspülen und gut abtropfen lassen. 2 Die vorbereiteten Zutaten in einer Schüssel mit 2 Esslöffel Öl, Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Sesam mischen. Auf der Fettpfanne des Backofens, Klammer auf tiefes Backblech, Klammer zu, verteilen und im heißen Ofen auf mittlerer Schiene 25 bis 30 Minuten backen.
3 Petersilie waschen, trocken sküteln und Blättchen abzupfen. Filets waschen und trocken tupfen. Die Haut auf einer Seite leicht lösen und die Petersilienblättchen vorsichtig darunter schieben. Filets mit Salz und Pfeffer würzen. 2 Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen. Filets mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legen und darin 8 bis 10 Minuten braten, zwischendurch wenden. 4 Kokosmilch und 2 türkische Lire Curry in Zwieschen in einem Topf erhitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 5 Minuten vor Ende der Garzeit über das Gemüse gießen. Granatapfel halbieren, Kerne herauslösen, Klammer auf, Vorsicht, spritzt etwas, Klammer zu. Fleisch aufschneiden und mit Ofencurry anrichten. Mit Granatapfelkernen bestreuen. Noch was dazu? Reis oder Baguette gut passt. Ofen vorheizen, Klammer auf, E bis H Erd, 180/Umluft, 160/Gas, S Hersteller, Klammer zu. Kürbisse waschen. Von den kleinen Kürbissen je einen Deckel abschneiden und die Kerne und weichen Fasern mit einem Löffel herauslösen. Kürbisse samt Deckel im heißen Ofen ca. 40 Minuten backen. 2 anderen Kürbis halbieren, Kerne und weiche Fasern herauslösen. Fruchtfleisch in grobe Stücke schneiden. Lauchzwiebeln Senn waschen, in grobe Rie schneiden. Knoblauch schäl hacken. Chili putzen, längs schneiden, entkernen, wasts und in Ringe schneiden. 3-2-EL-1 in einem großen Tee erhitzen. Kürbisstücke, Lauchzwiebeln, Knoblauch, Chili, Zimtstange darin ca. 5 Minuten anbraten. 800 ml Wasser zu. Aufkochen und Brühe rühren. Ca. 20 Minuten Koch, 4 inzwischen Käse würfeln. Emren waschen, trockenschütt, Blättchen abzupfen. Kam, Nons putzen, eventuell wasts und halbieren. 1 Esslöffel 1 in Eipfanne erhitzen. Pilze darin 3 Minuten scharf anbraten. Balsamico, Salz und Pfeffersen. Zimtstange aus der Soja entfernen, Schmand zu Gipsuppe pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Himbeere abschmecken. Kürbisse im Ofen nehmen. Suppe in Kürbisse füllen. Mit Chardons, Käse, Cranberries, Majoran garnieren. Eventuell restliche Suppe dazu reichen. Für die Knödelmasse Laugenbrezeln würfeln und in eine Schüssel geben. Petersilie waschen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und hacken. 2 Zwiebeln schälen und fein würfeln. 2 Esslöffel Butter in einem Topf erhitzen. Zwiebeln darin glasig dünsten. Milch zugeben und alles über die Brezelwürfel gießen. Eier und Petersilie zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Alles miteinander mischen. Knödelmasse ca. 10 Minuten ziehen lassen. 2 Ofen vorheizen, Klammer auf, E bis H Erd, 180/Umluft, 160/Gas, S Hersteller, Klammer zu. Eine Gugelhupfform, Klammer auf, 21/1 Inhalt, Klammer zu, fetten und mit Panko bröseln ausstreuen. Sauerkraut ausdrücken, unter die Knödelmasse mischen und Teig in die Form geben. Speck auf der Oberfläche verteilen. Im heißen Ofen ca. 1 Stunde backen und eventuell die letzten 20 Minuten abdecken. 3 Für die Soße Pilze putzen, halbieren. 1 Zwiebel schälen und fein würfeln. 1 Esslöffel Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Pilze und Zwiebeln darin ca. 2 Minuten anbraten. Mehl darüber stäuben, unterrühren anschwitzen, mit Sahne und 1/4 I Wasser ablöschen, aufkochen und ca. 2 Minuten köcheln. Soße mit Salz und Pfeffer würzen. 4 Gugelhupf aus dem Ofen nehmen, ca. 5 Minuten in der Form ruhen lassen. Auf eine Platte stürzen und in Scheiben schneiden. Mit der Pilzsoße anrichten. Für den Gugelhupf Zucchini waschen, putzen und längs in dünne Scheiben hobeln oder schneiden. Auf ein Backblech legen und mit etwas Salz bestreuen. Circa 30 Minuten ziehen lassen. 2 Inzwischen Porree putzen, waschen und in circa 20 cm lange Streifen schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen. Porree darin circa 5 Minuten unterwenden andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 3 Ofen vorheizen, Klammer auf, E bis H Erd, 200/Umluft, 180/Gas, S Hersteller, Klammer zu. Eier und Sahne verquirlen mit Salz und Pfeffer würzen. Lachs waschen, trocken tupfen und längs in ca. 2 cm dicke Streifen schneiden.
Zucchini Trockentupfen, eine Springform mit Ruhrbodeneinsatz, Klammer auf 18 cm 0 Klammer zu, fetten. Den Formboden von außen mit Alufolie verkleiden, sodass keine Flüssigkeit auslaufen kann. Die Wände der Form mit Zucchini auskleiden. Je Hälfte Lachs, Porree und übrige Zucchini in die Form legen und circa die Hälfte Eiersahne darauf gießen. Übrigen Lachs, Porree und Zucchini in die Form schichten. Mit Rest Eiersahne begießen. Im heißen Ofen circa eine Stunde backen. 4 für die Soße Zitrone Heißwasschen abtrocknen, Schale fein abreiben. Zitrone auspressen. Dill waschen, trocken schütteln und fein schneiden. Frischkäse, Milch, Zitronenschale, Saft, eine türkische Lira Zucker und Dill verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Lachskugel ruft circa 10 Minuten ruhen lassen. Aus der Form lösen, Klammer auf S-Tipp rechts, Klammer zu, und mit Soße anrichten. Zutaten für ca. 12 Schritt 350 Gramm rote Papi 150 Gramm, Kirschtomat 2 Zwiebeln 3 Knoblauchzets 200 Gramm plus 2 Esslöffel Polenta, Klammer auf Mais 350 Gramm geriebene Palme. Für den Teig Hefe, 1 Esslöffel Zucker und 5 Esslöffel Milch, Rin, 500 Gramm Mehl und eine türkische Lira Salz mischen. Hefemisseier, Restmilch und 4 Esslöffel Öl zufügen. Alles zu glatten Teig verkneten. Zugedeckt an einem Wok circa eine Stunde gehen lassen. Für die Füllung Spinat in 100 ml Wasser Nahkungsanweisung dünsten. Abkühlen lassen. Die Zwiebeln putzen waschen, in Stückchen Zwiebeln schälen, fein würfeln. 2 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen. Mit darin circa 3 Minuten Klammer aufbraten. Zwiebeln und Lauchzwiebeln und an 4 bis 5 Minuten dünsten. Spinat ausdrücken und mischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatabschmie kurz abkühlen lassen, Käse unterheben. Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, 200/Umluft, 180 Grad, Klammer auf S Hersteller, Klammer zu. Kürbiskerne grob hacken. Eine Klammer auf Hupfform, Klammer auf ca. 21 Zweitel Eininhalt, Klammer zu, fetten und mit Kürbis ausstreuen. Teig rund, Klammer auf ca. 40 cm 0 Klammer zu, ausrollen, er die Form legen. Diese mit Teig auskleiden, dat 10 cm Teig überstehen lassen. Füllung in der verteilen überstehenden Teig da überlegen, er andrücken. Im heißen Ofen ca. 40 Minuten Back für die Soße Schalotten schälen, in feine sie schneiden. 2 Esslöffel Öl erhitzen. Schalotten und Lz ca. 3 Minuten andünsten. Eine türkische Lira Zucker zugeben, melisieren. Mit Essig und Wein ablöschen. Ca. Minuten köcheln. Mit Salz, Pfeffer würzen. Stärk 2 Esslöffel Wasser verrühren. Soße binden, vom Herd ziehen. Bohnen in einem Sieb kalt abspülen und abtropfen lassen. Möhre schälen, waschen und klein schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Lauchzwiebelgrün beiseite stellen. Knoblauch schälen und hacken. 2 Esslöffel Öl in einem großen Topf erhitzen. Möhre, das Weiße der Lauchzwiebeln und Knoblauch, darin andünsten. Mit 1/4 I Wasser und Tomaten samt Saft ablöschen. Tomaten etwas zerkleinern. 3/4 der Bohnen zugeben. Chorizo in dünne Streifen schneiden. Brot in Stücke zupfen oder würfeln. 3 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen. Chorizo darin knusprig auslassen. Brotstücke zufügen und rundherum goldbraun braten. Übrige Bohnen und Lauchzwiebelgrün zufügen kurz mit dünsten. Höchst kostenbewusst lassen sich Schinken und Gürkchen in saftiges Hackfleisch einwickeln. Machen wir uns des Insiderwissens verdächtig, wenn wir Ihnen raten, dazu mit Sahne und Erbsen aufgemotzte Pasta zu reichen? O Paragraph Stunde feinfacher Portion K. 1,60 Leibportlon K. 5 G 0 Kilokalorien. E 31 G F 29 G K H 47 G Zutaten für Personen. 1 Brötchen, Klammer auf vom Vortag, Klammer zu. B0G Gewürzgurken, Klammer auf GIAS, Klammer zu, 2 Zwiebeln 500 Gramm gemischtes Hack 1 Ei, Klammer auf, M Klammer zu, Salz,
Pfeffer 6 Scheiben Schwarzwälder Schinken 2 unterstrich 3 Esslöffel Öl 1100 g Schlagsahne 300 Gramm Bandnudeln 200 Gramm TK Erbsen 1 und Petersilie 1 Esslöffel Speisestärke L großer Gefrierbeutel 38 Eckarte Brötchen in Wasser ca. 10 Minuten einweichen. Gewürzgurken in Stifte schneiden. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Brötchen gut ausdrücken. Mit Hack Ei und Hälfte Zwiebeln verkneten. Mit einer türkische Lira Salz und Prozent TL Pfeffer würzen. 2 Henry K. RE in 6 Portionen teilen und nacheinander auf einem angefeuchteten Gefrierbeutel zu langen Fladen flach drücken. Mit je einer Schinkenscheibe und einigen Gurkenstiften belegen, dabei an einer kurzen Seite ca. 3 cm Rand freilassen. Rouladen mit Hilfe des Gefrierbeutels zur freien Seite hin aufrollen und dabei die Hackmasse an der Naht andrücken. 3 Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Hackrouladen darin rundherum ca. 6 Minuten anbraten, herausnehmen. Übrige Zwiebel im heißen Bratfett andünsten. 300 ml Wasser und Sahne zufügen und aufkochen. Rouladen wieder zugeben und zugedeckt 2010 bis 15 Minuten garen. Vielen Zwischennudeln in 2 bis 3 i Salzwasser, Klammer auf eine türkische Lira Salz pro Liter Klammer zu, nach Packungsanweisung garen. In den letzten 2 bis 3 Minuten, gefrorene Erbsen mit garen. Petersilie waschen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen, fein hacken. Stärke und 2 Esslöffel Wasser glatt rühren. Rouladen aus der Soße nehmen. Soße mit der angerührten Stärke binden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken Nudeln und Erbsen abgießen. Mit Rouladen und Soße anrichten mit Petersilie bestreuen. In Weißwein und Honig geschmort und mit Schoki beträufelt gilt dieses Dessert als eine der besten Genussanlagen der Welt. Zimt, Rosmarin und ein Tuff, Sahne mehren das süße Vergnügen ganz ohne Risiko. Steinfasserhöhe Ortion ca. 1,60 Cent, Ortion ca. 310 Kilokalorien. E 2 Sekunden, F 12 Gramm, Ka 46 Gramm 4 i Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, 2 Oro C-Umluft, 180 C-Gas, S Hersteller Klammer zu. Rosmarin waschen und trockenschütteln. Honig in einem Topf karamellisieren, mit Wein ablöschen, Vanillezucker, Zimtstange und Rosmarinzweige zufügen und aufkochen, 2 Birnen schälen und halbieren, Kerngehäuse mit einem Kugelausstecher oder Teelöffel herauslösen, Birnenhälften in eine Auflaufform geben, Sud darüber gießen, im heißen Ofen auf der zweiten Schiene von oben 20 bis 30 Minuten garen, 3 Saft steif schlagen. Birnen aus dem Backofen nehmen und mit Schokoladensoße und geschlagener Sahne servieren. Zutaten für 4 Personen, 500 Gramm Hähnchenfilet, 1 Soro Gewürzing, 1 Knoblauchzehe, 3 Esslöffel Walnusskerne, 2 Lohnsatz, Pfeffer IEL Hühnernrötlertatl 250 Gramm Spaghetti 150 Gramm cremiger Gorgonzola 5 Stiele Oregano 4 i Fleisch waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden, Pilze putzen, eventuell waschen und in Scheiben schneiden, Wirsing putzen, waschen und in Spalten schneiden, Kohl in Stücken vom Strunk schneiden, Knoblauch schälen und hacken, Walnüsse grob hacken. 2 Rohr in einem Topf ohne Fett anrösten herausnehmen, Öl in dem Topf erhitzen, Fleisch darin anbraten, Pilze, Kohl und Knoblauch zufügen und mitbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, mit 800 ml Wasser ablöschen und Brühe einrühren, Nudeln zufügen und aufkochen, alles zugedeckt 2010 bis 15 Minuten köcheln, Rachjordkäse zerbröckeln, unter den Nudeltopf mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Oregano waschen, Blättchen abzupfen. Circa 25 Minuten O Einrach. Portion ca. 2 Euro O Portion ca. 300 Kilokalorien. E 13 Gramm, F 16 Gramm, Ka 25 Gramm Zutaten für 4 Personen, 2 Packungen, Klammer auf E 500 Gramm Klammer zu, rote Beeten Klammer auf, gegart, vakuumiert Klammer zu, 1 großer Granatapfel 4 i rote Beeten in Würfel schneiden Klammer auf, Vorsicht, färben stark,
Einmal Handschuhe tragen, Klammer zu. Granatapfel vierteln und die Kerne herauslösen. Spinat verlesen, waschen und trocken schleudern. Oregano waschen, trocken schütteln und zerzupfen. Zettjoghurt, Limettensaft und Öl verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Dressing mit den vorbereiteten Salatzutaten mischen. Feta grob darüber bröckeln. Dazu schmeckt frisches Baguette oder CIA Butter. Circa 40 Minuten. Einfach. Portion circa 2 Euro. Portion circa 520 Kilokalorien. E28 GF 36 Gramm. KH 17 Gramm. Zutaten für 4 Personen. Eine Möhre. Fenchel 300 Gramm. Rotkohl 1. Rote Paprikaschote 4 Stiele. Krause Petersilie 2 Esslöffel. Zitronensaft 2 Esslöffel. Sherry Essig. Salz, Pfeffer. Zucker 4 ELÖI 1 Brötchen, Klammer auf vom Vortag, Klammer zu, eine Zwiebel, Klammer auf 2, Beirut, Klammer zu, 500 Gramm Schweinemett, Leirtlsenf 46 Leckert, DLUAN Salat, Möhre schälen, waschen, Fenchel, Rotkohl und Paprika, putzen und waschen, alles in dünne Streifen hobeln bzw. schneiden, Petersilie waschen, trocken schütteln, hacken. Zitronensaft, Essig, Salz, Pfeffer, eine türkische Lira Zucker und 2 Esslöffel Öl verrühren. Mit dem vorbereiteten Gemüse und Petersilie mischen. 2 Pfahimet-Bällchen Brötchen einweichen. Zwiebel schälen, feinwürfeln, Mett, ausgedrücktes Brötchen. Zwiebel, Ei, Senf, Salz und Pfeffer verkneten. Daraus kleine Bällchen formen. 3 Zer Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Mettbällchen darin rundherum ca. 8 Minuten braten. Salat nochmals abschmecken, mit Mettbällchen anrichten. Dazu schmecken Cornichons und Bauernbrot. Circa 3 Minuten einfach. Portion circa 1,60 Euro. Portion circa ist 2 Kilokalorien. E24 Sekunden. F37 Gramm. KA 30 Gramm E. Utaten für 2 Personen. 75 Gramm Cheddar. Klammer auf Stück. Klammer zu. Figo SMI Salz. Pfeffer 200 Gramm Champignons, 125 Gramm Kirschtomaten, 4 Scheiben Bacon, 1 Lol, 1 türkische Lira, flüssiger Honig, 2 türkische Lira Butter, 4 i Käse reiben, Petersilie war trocken schütteln, hacken Sili, 1 Esslöffel Käse, Ei, Mildmehl verrühren, mit 1 Brie würzen, 2 Pit putzen, eventuell in Scheiben schneiden, waschen, Bacon in einer ohne Fett knusprig Brat ausnehmen. Pilze im Pan braten, mit Salz und Würzen herausnehmen, der Pfanne erhitzen, darin ca. 2 Minuten Röster zufügen, kurz Karamell herausnehmen, jodeln zwischen Butter Porteol in einer zweiten Pfanne, eh darin aus dem Teig natsch der 2 Pfannkuchen Basweils mit der Hälfte Pilze und Restkäse füllen, mi, ca. 1-Q-Stunden, einfach. Portion ca. 3,50 Euro, Portion ca. 750 Kilokalorien, E41 GF 38 GKH 55 Gramm Zutaten für 4 Personen, je 1 rote, gelbe und grüne Paprikaschote, eine Gemüsezwiebel 700 Gramm Schweinenackensteak Salz, Pfeffer, Rosenpaprika, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel flüssiger Honig, 2 Esslöffel Aiwa, Klammer auf pikante Paprika Zubereitung, Glas Klammer zu, 1 Esslöffel Gemüsebrühe, Klammer auf Instant Klammer zu, 200 Gramm Reis, 1 Knoblauchzehe, 200 Gramm griechischer Sahne Joghurt, 5 Stiele Petersilie, 4 i Ofen vorheizen Klammer auf E bis H Erd, 230 C1 Umluft, 210 Kgas, S Hersteller Klammer zu, Paprika putzen waschen, in Streifen schneiden, Zwiebel schälen, in Streifen schneiden, Fleisch trocken tupfen, in Streifen schneiden, alles mit je eine türkische Lira Salz, Pfeffer und Paprikapulver, 2 Esslöffel Öl und Honig mischen, auf einem Blech verteilen, ca. 30 Minuten backen, 2 ENSS Wasser, Aiwa und Brühe verrühren, Reis und Flüssigkeit zum Fleisch geben und untermischen. Ofentemperatur reduzieren Klammer auf E bis H Erd 180 C-Umluft 160 C-Gas S Hersteller Klammer zu ca. 30 Minuten weiterbacken. 3 Knoblauch schälen, hacken, mit 1 Esslöffel Öl und Joghurt verrühren würzen, Petersilie waschen, hacken,
Reisfleisch mit Petersilie bestreuen, Joghurt dazu reichen, fürs Mini-Budget, circa 40 Minuten, einfach pro Portion circa 1,20 Euro pro Portion circa 300 Kilokalorien, E12 Gramm, F13 Gramm, KH31 Gramm Zutaten für 4 Personen, 4 I-Zwiebelschälen, Würfel, Kohli, putzen, waschen, in Tee teilen. Brokkolistiel und Föhnschälen waschen er auf eine Kartoffel, grob i 2 Esslöffel Butter in einem Tusen, Zwiebel, Kartoffelstiel darin andünsten, 1-1 dazu gießen, auf Kochbrühe einrühren, ca. 15 i köcheln, Brokkoli nach 10 Minuten, gefrorene Erbse ca. 10 Minuten mit Garer, L. Aubrige Kartoffel in Dünnbänden schneiden. In 1 Esslöffel Butter ca. 10 Minuten mit Salz und Pfeffer für 3 Mandeln hacken. Peterschen, trocken schön hacken. Suppe sehr fein, mit Salz und Pfeffer schmecken. Mit Sahne, L und Petersilie anrichten, Fellscheiben dazu reiche. Rosinen waschen, abtropfen lassen und mit Rum mischen, zugedeckt beiseite stellen. Eier trennen, das Eiweiß kalt stellen. Eigelb, 1 Esslöffel Zuckermilch und eine Prise Salz verrühren. Mehl nach und nach unterrühren. Teig ca. 15 Minuten quellen lassen. 2 Zitronen heiß waschen, abtrocknen und ein Stück Schale dünn abschälen. Zitrone auspressen. Ingwer schälen, fein reiben. Apfel schälen, vierteln, entkernen und in Stücke schneiden. Mit Prozent i Wasser 50 Gramm Zucker, Ingwer, Zimtstange, Zitronensaft und Schale aufkochen. Circa 8 Minuten dünsten, Kompott etwas abkühlen lassen, Zitronenschale und Zimtstange entfernen, 3 roh, in Ensamtrum in den Teig rühren, Eiweiß und eine Prise Salz in eine großen Schüssel steif schlagen und erheben, 1 Esslöffel Butter in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen, Hälfte Teig darin 3 bis 4 Minuten backen, wenden und 1 bis 2 Minuten weiter braten, dann in Stücke zupfen. Mit 1 Esslöffel Puderzucker bestäuben, 1 Esslöffel Butter zufügen und unterwenden kurz karamellisieren. Fertigen Schmarrn warm stellen. Aus Restteig einen weiteren Schmarrn backen. Mit 1 Esslöffel Puderzucker bestäuben und mit dem Apfelkompott anrichten. Edle Gewürze Mischungen Bio, TFE in Kost erhältlich auf Amazon, eBay oder azafran.de. BO Paragraph T-1 R getrennt verpackt halt BESSI unten Suppe oder Salat oben Tu oder Dressing, mit dem Mikro-NE geeigneten Lunchpot Klammer auf 0,7 Liter Klammer zu, B gleich. Alles bis zur Mittagspause frisst's gleich 14,99 € x über möpal.com, xtzl. Versandkosten Paragraph JMCU, zu Apfelkompott 25 Minuten, einfach. Portion ca. 2,90 €. Portion K. 650 Kilokalorien. E32 GF 29 Gramm. KH 60 Gramm Zutaten für 4 Personen. Eine Knoblauchzehe 3 bis 4 Stiele Thymian 4 Eier Klammer auf. M Klammer zu 400 ml Milch 2 Esslöffel und F Salz. Pfeffer 12 Scheiben Weißbrot 100 Gramm Salami in Schelben 150 Gramm geriebene Gouda i Prozent Ofen vorheizen Klammer auf E bis H Erd 200 Km Luft 180 C Gas S Hersteller Klammer zu Knoblauch schälen und fein hacken Thymian waschen trockenschütteln Blättchen abstreifen Knoblauch Thymian Eier Milch und Senf verquirlen mit Salz und Pfeffer würzen 2 Uhr, Brotscheiben in eine große Auflaufform legen, Salami und Hälfte Käse darauf verteilen mit Brot und Käse, enden, Eiermilch gleichmäßig darüber gießen, im heißen Ofen 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Zutaten für 4 Personen, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 2 grüne Paprikaschoten, eine Stange, Klammer auf ca. 350 Gramm, Klammer zu, Porree 150 Gramm, junge Blattspinat, 2 Esslöffel Olivenöl, 200 ml Gemüsefond, Klammer auf GIAS, Klammer zu, Sa 1Z Cayennepfeffer, gemahlene Kreuzkümmel, 4 Eier, Klammer auf, M Klammer zu, Prozent und glatte Petersilie oder Koriander 150 Gramm Ziegenfrischkäse 4 i Zwiebel und Knoblauch fein würfeln.
Paprika und Hef putzen, waschen und weh bzw. in Ringe schneiden. Paragraph verlesen, waschen und G tropfen lassen. Zwei Ecken vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, eine Umluft, 160 C-Gas, Hessler Klammer zu. Öl in einer ofenfesten F erhitzen. Zwiebel, Knob, Paprika und Porree, da 5 Minuten anbraten. Vorgießen und aufkochen. I darin zusammenfallen, I mit Salz, Cayenne, Pfeffer, Kreuz, Kümmel würzen. N im Esslöffel 4 Mulden Gemüse drücken. Eiaulgin in je eine Mulde gleiten, I 3 Liter N is N Ofen 8 bis 10 M stocken lassen. Petersilieschen grob hacken, Zieg kleiner als in Stückchen und Petersilie. Eier ca. 10 Minuten hart kochen. Für die Nudeln 2 bis 3 I Salzwasser, Klammer auf eine türkische Lira Salz pro Liter Klammer zu, aufkochen. Mais abtropfen lassen und Bergkäse klein würfeln. 2 Siemens. Nie durchwaschen, trocken schütteln, in Röhrchen schneiden. Mit Joghurt, Mayonnaise, Senf und Essig verrühren. Das Dressing mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. 3 Rührroten im kochenden Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Gefrorene Erbsen die letzten 2 Minuten mit garen. Eier abschrecken, schälen und 3 Eier grob hacken. Nudeln abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Mit Mais, Käse, gehackten Eiern und Dressing mischen. Nochmals abschmecken, eventuell in Gläser füllen. Übriges Ei vierteln. Salat mit Ei und Röstzwiebeln garnieren. Sorgenfreie Weh. Circa 30 Minuten einfach wie. Portion circa 2,401. Portion circa 520 Kilokalorien. E 11 Gramm. F 18 Gramm. KH75G4I Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, Umluft, 180C-Gas, Esshäffler Klammer zu. Kartoffeln Schälerschen, ca. 1 cm groß W mit 2 Esslöffel Ö1 Salz und Pfisschen, ca. 20 Minuten bar 2 ZST Salzwasser, Klammer auf eine türkische Lira S-Liter Klammer zu, aufkochen. Zwiebknoblauch schälen, pfeifeln. Pinienkerne im Topf herausnehmen. 2 Esslöffel Öl I erhitzen. Zwiebel und Lauch darin andünsten. Tee kleiner als zugießen, aufkochen, circa Minuten köcheln. Salbeifsblättchen abzupfen, mit Salz und Pfeffer würzi Packung, Klammer auf 400 Gramm Klammer zu, stückige Tomaten A4 Srile Salbei J Gnocchi im kochenden S, eine Packung, Klammer auf 500 Gramm Klammer zu, Gnocchi Sör nach Packungsangaren. Spinat verlesen, wie trocken schleudern. Gnock gießen, mit Süßkartoffel entkernen Soße und Spießchen. Käse, darüber hobe 40 Gramm Parmesan, Klammer auf Stück, Klammer zu. Zutaten für 4 Personen, 600 Gramm Süßkartoffeln, 4 Esslöffel Olivenöl Isaiz, Pfeffer, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Pinienkerne, Klammer auf Kühlregal, Klammer zu. 100 Gramm junger Blattspinat zum Aufgobeln. Circa 30 Minuten. Einfach O Portion circa 1,70 Euro O Portion circa 0 Kilokalorien. E 29 Gramm. F 22 Gramm. KH 68 Gramm. Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, Umluft, 180 C-Gas, Esshäffler Klammer zu. Kartoffeln Schälerschen, ca. 1 cm groß W mit 2 Esslöffel Ö1 Salz und Pfisschen, ca. 20 Minuten bar 2 ZST Salzwasser, Klammer auf eine türkische Lira S-Liter Klammer zu, aufkochen. Zwiebknoblauch schälen, pfeifeln. Pinienkerne im Topf herausnehmen. 2 Esslöffel Öl I erhitzen. Zwiebel und Lauch darin andünsten. Tee kleiner als zugießen, aufkochen, ca. Minuten köcheln. Salbeifsblättchen abzupfen, mit Salz und Pfeffer würzi Packung, Klammer auf 400 Gramm Klammer zu, stückige Tomaten A4 Srile Salbei J Gnocchi im kochenden S, eine Packung, Klammer auf 500 Gramm Klammer zu, Gnocchi Sör nach Packungsangaren, Spinat verlesen, wie trocken schleudern, Gnock gießen, mit Süßkartoffel entkernen Soße und Spießchen, Käse, darüber hobe 40 Gramm Parmesan, Klammer auf Stück Klammer zu. Circa 40 Minuten O einfach.
Portion ca. 1,60 Euro Portion ca. 60 Kilokalorien. E 16 Gramm. F 26 Gramm. KA 62 Gramm Zutaten für 4 Personen. Mehlig kochende Kartoffel. 4 plus 0 Gramm Effisk-Tonaten, 4 rote Zwiebeln, 200 Gramm geräucherter durchwachsener Speck, Klammer auf Stück, Klammer zu, 1 Esslöffel Sriracha, Klammer auf Chilisauce, Klammer zu, 2 bis 3 Esslöffel O1, 2 Esslöffel Zucker und Lealsamco, Essig, 200 Milliliter Milch, 2 Esslöffel Butter, IT, Spockstl, Knöchelochs, Kartoffeln schälen, waschen, zugedeckt in Salzwasser ca. 20 Minuten kochen. Tomaten waschen, halbieren, Zwiebeln schälen, in Ringe schneiden, Speck in kleine Streifen schnelden, Z-Speck in eine Pfanne ohne Fett knusprig braten, herausnehmen, Tomaten im Speckfett ca. 5 Minuten braten, bis sie leicht zerfallen, mit Salz, Pfeffer und Sriracha würzen, warm halten. RJ-Zwiebeln im heißen Öl ca. 10 Minuten andünsten, mit Zucker bestreuen, karamellisieren und mit Essig ablöschen. Aufkochen, mit Salz und Pfeffer würzen, 4 feet, Heer und Butter zusammen kurz erwärmen, Kartoffeln abgießen, Milch zugeben, alles grob zerstampfen, mit Salz und Muskat würzen, alles anrichten ca. 25 Minuten, einfach, Portion ca. 2,70 Euro, Portion ca. 620 Kilokalorien, E 27 Gramm, F 23 Gramm. KA 73 Gramm Zutaten für 4 Personen, Salz, Pfeffer 100 Gramm Junge, Alutrapir, B-Stiele, Basitikum 1, Biolimette 2, Knoblauchzehen 1, Avocado 100 Gramm Doppetram, Frischkäse, Scheiben 400 Gramm Spaghetti nach und nach in den F200G geräucherter Lachs in 4 Liter 3 bis 4 I Salzwasser, Klammer auf eine türkische Lira S, Liter Klammer zu, aufkochen, Spinat für waschen und Trockenschle unterstrich Basilikum waschen und schütteln die Blättchen ab unterstrich Limette heiß waschen, nen Schale fein abreiben, Tee auspressen, Knoblauch S hacken, Avocado halbiere Steinen und Fruchtfleischschale lösen, Spinat Baslimettenschale Saft, Knz, Avocado und Frischkäse Rührbecher geben, 2 Rührrohren im kochenden S, Nachpackungsanweis, in Nudelwasser ab, gießen dabei für E. Eine cremige Soße in S, Salz und Pfeffer abs unterstrich gleich Nudeln abgießen M eat, mischen und mit Lachs Zutaten für 4 Personen, 300 Gramm TK dicke Bohnen S ut, Gernerk, Erroktimel, Zucker Pfefftaft rast kleiner als Ed pürieren, eventuell noch etwas Wasser einrühren, mit Kreuzkümmel und Zucker würzen, 2 feet N und Schrägstrichs Wasser aufkochen, Brühe einrühren, Polenta einrieseln lassen. Unterrühren bei schwacher Hitze ca. 5 Minuten garen, vom Herd ziehen und zugedeckt 10 bis 1,5 Minuten quellen lassen, Möhren schälen, waschen und in wenig Salzwasser 2010 bis 12 Minuten garen, Bohnenkerne aus der Haut drücken, 3 Wür, Heer im heißen Öl rundherum ca. 8 Minuten braten, Polenta mit Salz und Pfeffer würzen, Bohnen unterheben, Möhren im heißen Bratwurstöl schwenken, alles mit Minzpesto anrichten. Zwiebeln schälen. Papsen waschen und Streifen schneiden. Emja Lapenos abtropfen, Cheddar reiben. Rezettofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erdumluft, 180. C-Gas, Essler Klammer zu. Hack im Öl krummelig passierte Tomatenzl aufkochen. Mit Salz, Paprika und Oregano würr, J-Teige mit Backpapier eher an den Längsseiten jeher lange und ca. 2 cm Breifen einschneiden, Hacks die Mitte geben, Zwiebelrika, Mais und Jalapeno verteilen, Cheddar darein, Teigstreifen aber über Kreuz über die legen, Rollen mit dem Papier auf ein Blechle 1 Parmesan bestreuen, Ofen ca. 30 Minuten Batsch Paragraph und Psi. Wenn Rotkohl und Zucchini auf würzigen Feta treffen, gepaart mit dem teckeren Lister Low Carb Pizza Boden, bedeutet das nur eins, Geschmacksexplosion mit gutem Gewissen Zutaten für 2 Personen, o 1 Kiloliter, Zwiebel, 150 Gramm Schmand OJTL Kräuter der Provence, 10 türkische Kurus Essig o 1 Esslöffel Mandelmus, Salz und Pfeffer nach Bedarf o 1 Lister Pizza Boden.
50 Gramm Rotkohl O1 Zucchini, 60 Gramm Feta-Käse, IEL frischer Thymian Erdgit INLIR, I Paragraph 91 L1A. IQON Ofen auf 200 Grad um Luftzug Gfrini Rotkohl und Feta oder Creme verteilen. Die Lister im heißen Ofen für 7 bis 9 Minuten backen. Frischen Thymian auf der Lister verteilen und genießen. Wir wünschen guten Lister-Pet. Lister-Tipp, wenn es mal schnell gehen muss, kann die Soße auch durch ein Basilikum-Pessi ersetzt werden. Vorheizen. Für die Creme die Zwiebel klein hacken und mit Schmand, Kräutern, Essig, Mandelmus und Salz und Pfeffer verrühren. Die Lister mit der Creme bestreichen. Notfot in feine Streifen raspeln und Zucchini in Scheiben schneiden. Feta in Würfel schneiden. Einfach. Portion ca. 3,10 Euro. Portion ca. 20 Kilokalorien. E 42 Gramm. F35 GKH 3 1 Gramm Zutaten für 4 Personen. Lu. Ilke Ligget Portaro S. 100 Gramm. Niet Kartoffelcreme Klammer zu. 2 Knoblauchzehen 1 rote Chilischote 300 Gramm Kirschtomaten 500 Gramm Hähnchenfilet 2 ELÖ 1 Z Pfeffer Edelsauce Paprika 75 Gramm geriebene Gouda Ofen vorheizen Klammer auf E bis H Erd 220 C 1 Umluft 200 C Schrägstrich Gas S Hersteller Klammer zu. Kartoffeln aus der Packung nehmen und auf einem Blech im heißen Ofen 20 bis 25 Minuten backen. Entsätteln zwischen Knoblauchschälen, hacken, Chili putzen, längs aufschneiden, entkernen, waschen und in feine Ringe schneiden. Tomaten waschen, Fleisch waschen, trockentupfen, würfeln. Öl in eine Pfanne erhitzen, Fleisch darin 6 bis 8 Minuten rundherum braten. Knoblauch, Chili und Tomaten zufügen und ca. 3 Minuten weiter braten. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Add Kartoffeln in der Mitte einschneiden, aufbrechen. Hähnchenmix und Kartoffelcreme darauf verteilen. Mit Käse bestreuen. Zutaten für 4 Personen: 1 Kilogramm Mehl kochende. Kartoffeln Salz, Muskat-IML.H 3 Esslöffel Butter Paragraph ca. 1 Minuten Leinwasseröhe Ration K. 1,90 Efel Eorion K. 300 Kat. E7G. Fk. KH 48 4 I Kartoffeln waschen und schälen. Wer die Kartoffeln vom Schälen wäscht, sollte sie hinterher allerdings nur kurz abspülen, denn je länger die geschälten Knollen gewässert werden, desto mehr Stärke und anderen Inhaltsstoffe gehen verloren. Z-Kartoffeln je nach Größe halbieren oder maximal vierteln, damit sie auch beim Kochen nicht auslaugen. Die Stücke ungefähr gleich groß schneiden. In einem Topf mit Wasser bedecken 1/2 Salz zugeben auf Kochen und ca. 25 Minuten zugedeckt garen. J für die Garprobe mit einem Messer in 1 bis 2 Kartoffeln hineinstechen. Sind sie gar geht das mühelos und sie rutschen leicht vom Messer. Dann da Kartoffelwasser abgießen. 4 Feet F und Butter erhitzen Klammer auf mi kalter Milch würde das Püree zu sehr abkühlen. Klammer zu. 5 Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken, so wird das Pü am feinsten. Mit der Heimmilch verrühren, mit Sali und Muskat abschmecken. L Kartoffeln waschen, schälen, abspülen und kleiner, schneiden Klammer auf S-Seite 61 Abbildung 1 plus 2 Klammer zu. In kochendem Salzwasser zugedeckt ca. 25 Minuten garen. Inzwischen Zwiebel und Knoblauch schälen und feinwürfeln. Sellerie putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Pilze putzen, eventuell waschen und halbieren. Tomaten waschen, halbieren. 2. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Champignons darin anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, herausnehmen. 2 Esslöffel Öl im Bratfett erhitzen. Hack darin ca. 5 Minuten krümelig braten. Zwiebel, Knoblauch und Sellerie kurz mit dünsten. Tomatenmark L-AI Wasser und Sahne angießen, mit Salz und Pfeffer würzen. Pilze und Tomaten zugeben, alles aufkochen und ca. 5 Minuten schmoren. Thymian waschen, trocken schütteln und die Blättchen abstreifen. In das Ragout rühren. 3 Rot.
N vorheizen, Klammer auf, E bis H Erd, 2 O C Schrägstrich Umluft, 180 C Schrägstrich Gas, S Hersteller, Klammer zu, Milch und Butter erhitzen, Kartoffeln abgießen, Klammer auf, vorher die Garprobe machen, S Seite 61 Abbildung 3 Klammer zu, und durch eine Kartoffelpresse drücken, Klammer auf, S Seite 61 Abbildung 5 Klammer zu, mit Milch verrühren und mit Salz und Muskat abschmecken. 4 Nagrot in eine Auflaufform, Klammer auf, ca. 20 x 30 cm Klammer zu, füllen und das Kartoffelpüree löffelweise darauf verteilen. Eigelb und 2 Esslöffel Wasser verrühren, die Püreehaube damit einstreichen. Im heißen Ofen ca. 25 Minuten backen. Zutaten für 2 Personen fürs Püree, Klammer auf, falls es frisch gekocht wird, Klammer zu, 400 Gramm mehlig kochende Kartoffel N-2 Muskat, Pfefferzucker B0 Milch, eine türkische Lira Butter, außerdem / 4 Bund Schnittlauch, mittelscharfer Senf, 100 Gramm saure Sahne, Salz, Pfeffer, Zucker, ein Min Römer Salat GP, Lesa, Klammer auf, Strakt, / EL und etwas Mehl, ein Eigelb, 3 Elol. Gleich gelöstes F kleiner als Ursutur-Kotelett ZS 0 N4i für das Püree, Kartoffeln waschen, schälen, abspülen und kleiner, schneiden, Klammer auf, S Seite 61 Abbildung 1 plus 2 Klammer zu, in kochendem Salzwasser zugedeckt ca. 25 Minuten garen, Milch und Butter erhitzen. Kartoffeln abgießen, Klammer auf, vorher Garprobe, S Seite 61 Abbildung 3 Klammer zu, und durch eine Kartoffelpresse drücken, Klammer auf, S Seite 61 Abbildung 5 Klammer zu, mit verrühren und mit Salz und Muskat abschmecken, auskühlen lassen. 1-4 für das Topping, inzwischen Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in feine Ringe schneiden, Senf, saure Sahne und Schnittlauch verrühren, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken, Salat putzen, waschen und trocken schütteln, grob zerzupfen, J für die Pfannkuchen, Käse fein reiben, Kartoffelpüree, Käse 1% EL Mehl und Eigelb, verkneten, Kartoffelmasse zu 2 gleich großen Kugeln formen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu ca. 2 cm dicken Pfannkuchen drücken, 2 Esslöffel Öl nach und nach in eine Pfanne erhitzen. Pfannkuchen darin nacheinander von jeder Seite ca. 3 Minuten braten, 4 inzwischen Kasseler in Würfel schneiden, Schalotten schälen, halbieren, 1 Esslöffel Öl in der Pfanne erhitzen, Kasseler und Schalotten darin unterwenden ca. 5 Minuten braten, die Pfannkuchen mit Kasseler, Salat und Sau. Zutaten für 4 Personen, 450 Gramm Süßkartoffeln, 1 Spalt, Klammer auf, ca. 300 Gramm, Klammer zu, Knollensellerie 1 Stück, Klammer auf, ca. 4 cm, Klammer zu, Ingwer, 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Ö1, Kurkuma, Salz, Pfeffer, Chiliflocken, 1 Dose, Klammer auf, 400 ml, Klammer zu, ungesüßte Kokosmilch, 1 türkische Lira Gemüsebrühe, Klammer auf, Instant, Klammer zu, 2 Esslöffel Sonnenblumenkerne, R1 kleine Möhre, 1/ Tee Granal, Apfeltee, 4 Stiele Koriander, Li Süßkartoffeln und Sellerie schälen, waschen und würfeln, Ingwer, Zwiebel und Knoblauch schälen, fein würfeln, Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel, Knoblauch und Ingwer darin andünsten. 2 türkische Lira Kurkuma mit anschwitzen. Süßkartoffeln und Sellerie zufügen. Mit Kokosmilch und % Wasser ablöschen, aufkochen, Brühe einrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt ca. 20 Minuten köcheln. 2 Sonnenblumenkerne rösten. Möhre schälen und reiben. Granatapfel entkernen. Koriander waschen, fein hacken. Mit einer türkische Lira Chiliflocken rischen, Suppe pürieren und abschmecken, Feed dem Mix bestreuen. Zwei rote Zwiebeln, 250 Gramm kleine Kräuterseitlinge, 500 Gramm Brokkoli, eine türkische Lira Kurkuma, Saiz, Pfeffer, 2 Esslöffel Öl, eine türkische Lira Gemüsebrühe, Klammer auf, Instant, Klammer zu, 100 Gramm Frischkäse, Klammer auf, ca. 1.4 Aufel, Klammer zu, 300 Gramm Nudeln, Klammer auf, 2
B. Rigatoni, Klammer zu, 100 Gramm TK Erbsen, 4 Eier, 50 Gramm Rucola, 1 rote Chilischote, 1 ZIB schälen und in Spalten schneiden. Pilze putzen und halbieren. Brokkoli waschen, putzen und in kleine Röhrchen teilen. 2 ZIB Pilze und Kurkuma im heißen Öl in einem großen Topf anbraten. 1 I Wasser zugießen. Brühe Nudeln und eine türkische Lira Salz zufügen. Aufkochen und ca. 15 Minuten köcheln. Nach ca. 8 Minuten Frischkäse, Brokkoli und Erbsen zugeben und weitere ca. 5 Minuten köcheln. 3 Eier 6 bis 7 Minuten kochen und dann schälen. Rucola verlesen und waschen. Chili waschen, putzen und in Ringe schneiden. Pasta mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Ei, Ruck. Ca. SM Minuten einfach Öpion K. 1,30 E-Dollar E-Ion ca. 42 Oktat. E12G. F13 Gramm. KA61G Zutaten für 4 Personen. 3 große rote Beeten Klammer auf ca. 600 Gramm Klammer zu. Eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 3 türkische Lire Gemüsebrühe Klammer auf Instant Klammer zu. 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl, 250 Gramm Risotto Reis Salz. Pfeffer 2 Esslöffel Mandelkitkfrin 60 Gramm Parmesan, Klammer auf Stück, Klammer zu, 1 Kästchen Kresse-Tee-Xatz essen, den Risotto keine kalte Brühe nehmen, das unterbricht beim Gießen jedes Mal den Kochvorgang und die Körner bleiben innen hart. Brühe am besten in dem zweiten Topf bei schwacher Hitze auf dem Herd heiß halten, in der Farbe liegt die ist genau das richtige, Kraft. Diese satte Dosis Rübenrot, um unser Immunsystem zu stärken. 4 I rote Beeten, schälen kurz waschen und in kleine Würfel schneiden Klammer auf Vorsicht färben stark einmal Handschuhe tragen Klammer zu Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. 900 ml Wasser aufkochen, Brühe einrühren, Klammer zu Zetol in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch kurz andünsten, Reis und rote Beeten kurz mitdünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen, so viel heiße Brühe zugießen, dass der Reis bedeckt ist. Bei schwacher Hitze ca. 25 Minuten garen. Dabei immer wieder heiße Brühe nachgießen, sobald der Reis die Flüssigkeit aufgenommen hat. 3 inzwischen Mandeln in eine Pfanne ohne Fett rösten herausnehmen. Parmesan fein reiben. Hälfte Käse unter den Risotto rühren. Risotto mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kresse vom Beet schneiden und mit Mandelblättchen und Rest Parmesan darüber streuen. Zutaten für 4 Personen, kleine Auberginen, Klammer auf ca. A0G, Klammer zu, 2 rote Paprika kleiner als Aschoten, 1 Knoblauchzehe, 4 Esslöffel Salatmayonnaise, 4 Esslöffel Vollmilchjoghurt, 1 Esslöffel Zitronensaft, Salz. Pfeffer gerzeuchertes Paprika Pulver 4 Stiele glatte Petersilie Klammer zu, Soße Klammer auf 425 ml Klammer zu, weiße Bohnen B Fisch wie Tetzmihaut EACR, ca. Bo 0S Klammer zu Röt, Ackpapieru Frischhaltefolie, Esgar, Lern AP der Filets Verlän, sich die Bratzeit, der Fisch, Rettich, wenn auf leichten, kleiner als auseinander geht. 4 i Ofen vorheizen Klammer auf E-Herd 200C-Umluft 1G0C-Gas S-Hersteller Klammer zu. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Auberginen waschen putzen, längs halbieren und Fruchtfleisch mehrmals einschneiden. Mit der Hautseite nach oben auf das Blech legen. Im heißen Ofen ca. 45 Minuten backen. Paar-Brikaschoten waschen vierteln, entkernen. Nach ca. 15 Minuten zu den Auberginen geben. Beides in eine Schüssel geben und mit Folie abdecken. Z-Knoblauch schälen, hacken und Zitronensaft verrühren. Würzen. Petersilie waschen und Auberginen würfeln. J-Bohnen abtropfen lassen. Fisch abspülen, Droh-Kön tupfen. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Öl in eine Pfanne erhitzen und Fisch von jeder Seite ca. 2 Minuten braten, herausnehmen, warm stellen, Bohnen mit Auberginen und Paprika im heißen Bratöl schwenken, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Fischfilets und Zutaten für 4 Personen, 1 Kilogramm Möhren, Klammer auf 2,
B. Gelb und Orange, Klammer zu, eine Zwiebel, vier Hähnchenfilets, Klammer auf, als Salz, Pfeffer, zwei Ellon, ein Esslöffel, rote Currypaste, eine Dose, Klammer auf, 400 ml, Klammer zu, ungesüßte Kokosmilchtee, Schrägstrich Z und Koriander, 4 i Möhren schälen, waschen und in Scheiben schneiden, Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Hähnchenfilets waschen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen, 11. Zetron in eine Pfanne erhitzen. Die Filets darin von jeder Seite 2 bis 3 Minuten braten und herausnehmen. Zwiebel und Möhren im Bratfett ca. 2 Minuten andünsten. Currypaste zugeben, LE44S, F22G, KH11G kurz mit andünsten. Kokosmilch und 1/AI Wasser zugießen, aufkochen, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Filets auf das Gemüse legen und alles zugedeckt 15 bis 20 Minuten köcheln, zwischendurch umrühren. J. Koriander waschen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und hacken. Hähnchencurry mit Koriander bestreuen. Dazu schmeckt Basmati-Reis. Zutaten für 4 Personen, 2 rote Beeten. 3 Möhren, 2 Zwiebeln, Klammer auf, ZB, rote Klammer zu, R6 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Apfel, Essig, Paragraph, RI, FI, Zucker, RZ, RU, I, I, AID, I, abgeriebene S119, L1, No, Rills von JB1, O, Ranke, 4 Scheiben, CIA, Bata, 1 Dose Tee und Zell, I, SN, 100 Gramm Lunge, Spinat. I 509 Ricol Tabakofen vorheizen, Klammer auf, E bis H Erd, 180C-Umluft, 160C-Gas, S Hersteller, Klammer zu. Rote Beeten waschen, schälen und in Spalten schneiden, Klammer auf, Vorsicht, färben stark, einmal Handschuhe tragen, Klammer zu. Möhren und Zwiebeln schälen, in Stücke bzw. Spalten schneiden. Alles mit 2 Esslöffel Ö1 Apfelessig, Salz, Pfeffer, 1 türkische Lira Zucker, 1 türkische Lira Thymian und Orangenschale mischen. In einer Auflaufform im heißen Ofen ca. 30 Minuten backen. Brot würfeln. In 4 Esslöffel Hersemöl goldbraun braten, herausnehmen. Linsen abtropfen lassen. Spinat verlesen und waschen. Mit Ofengemüse mischen. Orangenfilets unterheben. Mit Ricotta in F1 Söckchen und Croutons bestreuen. Ein Apfel, Klammer auf 2. Belsra, Klammer zu, 200 Gramm Brombeerei, 200 Gramm Gemihaine MU. TT, 100 Gramm Maislehl kleiner als E2, Backpulver, 3 Eier, Klammer auf, 1, 4, Klammer zu, im Brombeer Apfel. Style 4 Liter, eine Springform, Klammer auf, 26 cm, Klammer zu, mit Backpapier auslegen. Ofen vorheizen, Klammer auf, E bis H Erkel, 1 Go, C-Urluft, 160 C-Gas, S Hersteller, Klammer zu. Apfelwarzchen vierteln, entkernen und in Spalten, schneiden, Brombeeren verlesen und eventuell waschen. 4Z Mandeln Stärke unterstrich und Backpulver mischen. Eier trennen. Eiweiß mit den Schneebesen des Rührgerätes steif schlagen. Eigelb 100 Gramm Honig und 1 Prise Salz, Ernied den Schnee, Besen cremig rühren, nacheinander Butter i1 i. 1 Euro 10 ml Stück ca. 240 Kilokalorien e 5 Gramm FT5G Milchöl und die Mandelmischung nach, rühren, Eischnee in 2 Portionen unterhalb, AFJ Teig in die Form F füllen und Früchte A, Teig verteilen, im heißen Ofen K4 Couloulten backen. Nach ca. 20 Minuten der Chen eventuell mit Alufolie abdecken, d herausnehmen und auskühlen lassen, 2 Esslöffel Honig beträufeln. Zutaten für 4 Portionen, 400 Gramm Spitzel, 400 Gramm Rotel, Korn 9 Ei, Apfelessig 4 FIÖI Salz, Zucker, Piertel 4 Eid Elbunz. L-Radreschen Bund Lauch, Zwiebeln 2 Esslöffel Pflaumenmus L-Packung, Klammer auf, 360 Gramm, Klammer zu, Maultaschen, Klammer auf, KL-Tegal, Klammer zu, II, Klammer auf, Ästchen, Kresse, Paragraph, Zirkas, N4 Minuten, I, INTU.H, Portion ca. 1,4 Euro, L-Portion ca. 550 Kilokalorien, E229, F26 GKH 52 Gramm Spitz- und Rotkohl putzen, waschen und in feinen Streifen vom Strunk schneiden.
In einer großen Salatschüssel mit 5 Esslöffel Essig, 2 Esslöffel Öl, 1 je eine türkische Liga Salz und Zucker sowie Pfeffer mischen. 2 Tee, ca. 7 Minuten wachsweich kochen. Radieschen putzen, waschen und vierteln. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Pflaumenmus, 4 Esslöffel Essig und sie 75 bis 10 Milliliter Wasser verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Eier abschrecken und sofort pellen. Klammer zu, J Maultaschen in ca. 1 cm dicke Streifen schneiden. 2 Esslöffel Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Maultaschen darin rundherum bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten braten und danach herausnehmen. 4 Krautsalat abschmecken. Radieschen und Lauchzwiebeln darauf geben. Eier halbieren, mit Maultaschen darauf anrichten. Kresse vom Beet schneiden. Kresse und einige zerbröckelte Salzbrezeln darüber streuen. Zutaten für 12 Stück Rührrührielkel, L kochende Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Ed und L4E1F und das Muffinblech 1L gelb, Klammer auf GLM, Klammer zu, 200 Gramm rote Beeten A, RVA, Kumwit, AC, Klammer zu, I212M1, Klammer zu, Zeonchon S1, kleine Zwiebel 110, IF, T, mittelscharfer Senf. Grüne Schisokresse 4-5 Streie 11 griechische Drachme 2, S Klammer auf 500 Q Klammer zu, das Markierne eine Packung Klammer auf 140 Gramm Klammer zu, Eismeergarnelen Klammer auf Kühlregal Klammer zu, EO 400 Gramm Kartoffeln mit Schale zugedeckt in kochendem Wasser ca. 20 Minuten, garen, abgießen, abschrecken und noch heiß pellen. Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken oder mit einem Kartoffelstampfer fein zerstampfen, übrige rohe Kartoffeln schälen, waschen und grob reiben. Kartoffelraspel in ein feuchtes Küchentuch geben und kräftig ausdrücken. Alle Kartoffeln gut mischen, kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, 180°C/Umluft, 160°C/Gas, S Hersteller Klammer zu. Die 12 Mulden eines Muffinblechs fetten, mit Mehl ausstäuben. Kartoffelmasse in 12 Portionen teilen, zu Kugeln formen und in die Muffinmulden geben. Masse andrücken und einen kleinen Rand hochziehen, sodass eine Mulde entsteht. Eigelb und ein Esslöffel Wasser verrühren. Kartoffelmasse damit bestreichen. Im heißen Ofen 20 bis 25 Minuten backen. Dreien zwischen rote Beeten abtropfen lassen und zusammen mit Cornichons in feine Würfel schneiden. Zwiebel schälen, ebenfalls fein würfeln. Alles mischen und leicht mit Salz und Pfeffer abschmecken. 4 Zulu, RE und Senf verrühren. Mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Kresse waschen und vom Beet schneiden. Dill waschen, trocken schütteln und Fähnchen von den Stielen streifen. Heringsfilets längs halbieren. Kartoffelmuffins aus dem Ofen nehmen und mit Hilfe eines Messers aus der Form lösen. Rote Beete-Mix in die Mulden verteilen. Hälfte Muffins mit Garnelen und die andere mit Heringsfilet belegen. Jeweils mit Salatcreme klecksen und toppen. Zutaten für 6 Stücke, 2 Zwiebeln, I kleine Stange Porree, 1 Flohl, eine Packung, Klammer auf 125 Gramm, Klammer zu, Schinkenwurfel R, Buntschnittlauch, 200 Gramm Emmentaler, Klammer auf Stuck, Klammer zu, 200 Gramm Schmand, 4 Eier, Klammer auf Creme, Klammer zu, Esslapf, FF, 4 türkische Lire, gemahlene Kummel, ein langes rustikales Baguette, B, Backpapier, scharfes S, Klammer auf T, Paragraf, circa und O, Minuten, I, einfach Öst, T, R, 4, I, Zwiebeln schälen, halbieren und in Streifen schneiden, Porree waschen, putzen und in feine Ringe schneiden, Öl in einer Pfanne erhitzen, Schinken darin knusprig braten, Zwiebeln und Porree zugeben und bei mittlerer Hitze circa 2 Minuten braten, vom Herd nehmen. 2 Baskoten vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, 180°C/Umluft, 160°C/Gas, S Hersteller Klammer zu. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in feine Röhrchen schneiden. Käse reiben. Schmandeier, Hälfte Käse und Hälfte Schnittlauch, in einer Schüssel mit einem 1,40 € Stück K, 450 Kilokalorien. E25 GF 24 Gramm. K-Schneebesen verrühren.
Mit Salz, F und nach Belieben Kümmel würzen. Bill-Speck-Mix unterrühren. J-Baguette in der Mitte längs einschach und leicht aufbrechen. Baguette-Blech setzen. Mit der Zwiebeleier-L füllen und mit übrigem Käse bestreu heißen Ofen 20 bis 25 Minuten Backer aus dem Ofen nehmen und mit Üb-Schnittlauch bestreuen. Baguette-I, geschneiden und auftischen. 60 Gramm Butter ZSOQ pumpern, Klammer auf T-Fett für die Form 500 Gramm Magerquark 600 Gramm Doppelrahm Frischkäse 240 Gramm Zucker ein. Getroplon wenn, L.Essenz, Klammer auf oder 1 Päckchen Vanillezucker, Klammer zu, 4 Eier, Klammer auf, Creme, Klammer zu, 2 Esslöffel 1E1 10FLK 100 Gramm SF Riga 200 Gramm Vollmilchschokolade 300 Gramm TK Kirschen 1 Esslöffel F flüssiger Honig Paragraph ca. R Prozent Stunden und Wartezeit, Steinfass früh S. UT ca. E0 Gtfri F Stut ca. 24 O Kilokalorien. E7 Gramm. F11 Gramm. KA 27 Gramm 4 I Ofen vorheizen Klammer auf E bis H Erd 180. C Schrägstrich Umluft 160. C Schrägstrich Gas S Hersteller Klammer zu. Für den Boden Butter in einem kleinen Topf bei schwacher Hitze schmelzen. Pumpernickel im Universalzerkleinerer fein zerbröseln und mit der flüssigen Butter vermengen. Bröselmasse in einer gefetteten Springform, Klammer auf 26 cm Klammer zu, verteilen und gleichmäßig als Boden andrücken. Circa 30 Minuten kalt stellen. A4 für den Teig, Roark, Frischkäse, Zucker und Vanilleessenz, mit den Schneebesen des Rührgerätes glatt rühren. Eier nacheinander unterrühren. Mehl und 5 Esslöffel Sahne unterrühren, Masse in die Form geben und glatt streichen. Kuchen im heißen Ofen auf der untersten Schiene B0-60 Minuten backen. Bei leicht geöffneter Ofentür auskühlen lassen. J für das Topping kurz vorm Servieren Schokolade grob hacken und zusammen mit BEL Sahne über einem warmen Wasserbad schmelzen. Vom Herd nehmen. Gefrorene Kirschen mit Honig und 175 ml Wasser in einem Topf aufkochen und unter ständigem Rühren 2 bis 3 Minuten köcheln. Kuchen in Stücke schneiden und mit den beiden Soßen servieren. Für die Schinkenfleckernudeln in 2 bis 3 I Salzwasser, Klammer auf eine türkische Lira Salz pro Liter Klammer zu, nach Packungsanweisung kernig garen, das heißt sie soll unterstrichen angegart sein aber noch einen rohen Kern haben. Ofen vorheizen Klammer auf E bis H Erd 180 C Umluft 160 C Schrägstrich Gas S Hersteller Klammer zu. Z Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Schinken in knapp 1x1 cm große Stücke schneiden. Eier und saure Sahne verrühren mit Salz und Pfeffer unterstrich verwürzen. Petersilie und Majoran getrennt waschen trocken schütteln, die Blätter abzupfen. Petersilie fein hacken. R Klammer zu, J 80 Gramm Butter in eine Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin glasig anschwitzen. Majoran und Schinken kurz mitbraten. Die Nudeln und die Eiersahne-Mischung untermischen. Petersilie und Prozent Käse untermischen. AT eine Auflaufform ca. 20 x 30 cm Klammer zu, mit butterfetten Schinkenfleckerl einfüllen und im heißen Backofen auf der mittleren Schiene ca. 15 Minuten backen. Zutaten für 4 Personen. Zutaten für 4 Personen. I für den Couscous. Brühe und Rosinen in eine für den Couscous aufkochen und circa eine Minute köcheln. Dann C kleiner als R. I Gemüse oder Thun. R Brühe einrühren mit 1,5 Fras Elhanaut. Salz und 1 Esslöffel Rosinen würzen. Vom Herd nehmen und zugedeckt min 5 Minuten quellen lassen. 2 Fu, AI Steaks, Ofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erkel, 90 C, 70 C Schrägstrich Gas, nicht geeignet, Klammer zu. Fleisch, Trockentub, Salz einreiben. Knoblauchknolle quer halbiert marinwaschen, Trockentupfen. Eine Grillpfanne einstreichen und stark erhitzen. Fleisch darin V-Seite 1 bis 2 Minuten grillen, bis es kräftig und Streifen hat. In einer zweiten Pfanne Butter R Knoblauch mit den Schnittflächen hineinsetz Marinzweige und Steaks darin wenden. Steaks verwürzen und im heißen Ofen 8 bis 10 Minuten roll 3 Fu, AN Couscous, Paprika und Chili längs H entkernen, waschen und klein würfeln. Lauchl putzen waschen, in Flinge schneiden. Tomaten in kleine Stücke schneiden. P
Petersilie waschen, schütteln, Blätter fein schneiden, Zitrone, Reis, V abtrocknen, Schale abreiben, Zitronen auspress warmen Couscous mit Öl und den vorbereiteter mischen, Steaks mit Gewürz, Butter, Beträufel, Kraus und Joghurt, Klammer auf S unten, Klammer zu, dazu servieren. Zutaten für, add Personen, Doppelpunkt für die Pole Patty, 1 Wälzer Zwiebel, 5 Knoblauch, 10, 2, 3 Stiel, Maloran, 1 Kleiner Zwerg, Rosmarin, 1 Stiel, Salbei, 6 Esslöffel, O, 1, R, 0, 75 Gramm Parmesan oder Pecorino, Klammer auf Stück, Klammer zu, 3 Stiele Petersilie, 900 Gramm Schweinehack, Klammer auf, vorzugsweise von der Schulter, Klammer zu, 2 Eier plus 3 Eigelb, Fencholsamen, 1 R, P, La um der Mule, Togesim, L-Brösel für den Salat, 2 Eier, 1 O-O-G-T-K, Erbsen, Salz, 2 Bund Nukova, 1 Bund Basilikum, Klammer auf oder Petersilie, Klammer zu, 75 Gramm Pecorino, Klammer auf Stück, Klammer zu, Saft von einer Zitrone, 6 Esslöffel Olivenöl, hört sich unspektakulär an, also bitte ich habe ähnliche Hackbällchen mal in Kalifornien probiert und mir tagelang den Kopf zermartert, was die Pole Patty so sensationell macht. Eltern so lange herum experimentiert, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. 4i für die Pole Patty, Zwiebel und Knoblauch schälen, fein würfeln. Majoran, Rosmarin und Salbei waschen, trocken schütteln. Blätter bzw. Nadeln abzupfen, hacken. In eine Pfanne 3 Esslöffel Öl erhitzen. Zwiebel darin bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten anschwitzen. Knoblauch, Majoran, Rosmarin und Salbei ca. 2 Minuten mitbraten. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. 2 PR unreiben. Petersilie waschen, trocken schütteln, Blätter abzupfen, hacken. Beides mit Hackeiern, Eigelb, 3/ATL, Fenchelsamen, Semmelbröseln und Zwiebelmischung, verkneten. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Circa 20 Minuten kühlstellen. 3 Fri, AN Salat, Eier circa 10 Minuten hart kochen. Erbsen in kochendem Salzwasser circa 30 Sekunden blanchieren. Abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Rucola verlesen, waschen und trocken schütteln, grobe Stiele entfernen. Basilikum waschen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und nach Belieben grob schneiden. 4a, der Hackmischung Erbällchen formen. Die Reste 3 Esslöffel Öl in eine Pfanne sen, Pole Patty darin rund goldbraun braten. Klammer auf Alter, die Bällchen auf einer Backpapier belegten Black auf 180 C vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten, Garals für den Salat, Pecorino, Reheier pellen und Achteln grob hacken, Zitronensal und etwas Salz in einer Sessel verrühren, Eier, Erbse, Cola, Basilikum und Pack mit der Vinaigrette verrüh mit den Pole Patty servieren. Zutaten für 4 Personen, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 rote Paprikaschote, 1 gelbe Paprikaschote, / Teerote Chilischote, / Kind, Klammer auf, ca. 60 Gramm, Klammer zu, 4 Esslöffel Olivenöl, 2 bis 3 Esslöffel Tomatenmark, 100 Meter Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer aus der Mule, 2 Avocados % grobe IQ, 1 Spritzer heller Balsamico Est, abgeriebene Schale von 1 Billion Zitrone, Zwiebel und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Paprika und Chili längs halbieren, entkernen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Zucchini waschen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. 2 Uhr in Pfanne, 3 Esslöffel Öl, Erd und die Zwiebel darin bei Mehlhitze anschwitzen. Knob und Chili kurz mit Schwitzen Rekha zugeben und bei starker anbraten. Dann die Zucchini thermischen und kurz mit Tomatenmark zugeben und rühren kurz anrösten. Brühl gießen und alles ca. 3 Mi köcheln. Mit Salz und F kräftig würzen. 3 Avocados halbieren und ihr den Kern entfernen. Die Aftshälften schälen und das F-Fleisch mit Salz würzen. In beschichteten Pfanne Rieselöl erhitzen und die Avocado von jeder Seite braun anbrieft, Basilikum waschen und schütteln die Blätter ab und fein hacken. Basilikum und Zitronenschale und Paprikagemüse mischen. Geh in die Avocado-Hälften, gebt diese sofort servieren. Zutaten für ca. 16 Stücke, Fett für die Form 200 Gramm griechischer Joghurt, Klammer auf 10% Fett, Klammer zu, 3 Eier, Klammer auf,
Klammer zu, 3009 L Zucker gemahlen Vanille, Salz 200 Gramm Mehl / Z Päckchen Backpulver Tee 3 Mangos, Klammer auf ca. 1,4 Kilogramm Klammer zu, 2 Päckchen klarer Tortenguss, 330 Gramm Konditorsahne Päckchen Sahne steif Konditorsahne hat einen Fettgehalt von 3296 und mehr. Deshalb lässt sie sich besser aufschlagen und bleibt länger fest. 11 UAN Boden, den Backofen vorheizen, Klammer auf E bis H Erd, 180 C-Umluft, 160 O-Gas, S-Hersteller, Klammer zu. Eine quadratische Springform, Klammer auf 24 mal 24 cm, S-Tipp, Klammer zu, fetten. Joghurt, Eier, 300 Gramm Zucker und 1/2 Vanille, mit den Schneebesen des Rührgerätes verrühren. Mehl, Backpulver und L-Prise, Salz mischen und unterrühren. Masse in die Form geben, glatt strelchen. Im heißen Ofen ca. 20 Minuten backen. Stunden Wartezeit, TLJ einfach Höhe Stu. T ca. 60 Grit UOK. 260 Grad. E 4 Sekunden. F 9 Sekunden. KH 38 Gramm herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Formrand vom Kuchen lösen, aber nicht abnehmen. N4 für die Füllung Mangos schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und etwas kleiner schneiden. Mit einem Stabmixer fein pürieren. Circa 1/Q des Pürees abnehmen und kalt stellen. Tortengusspulver und 1 Esslöffel Zucker in einem Topf mischen. Erst 100 ml Wasser, dann restliches Mangopüree einrühren und unter ständigem Rühren aufkochen. Mangopüree zügig auf dem Kuchenboden verteilen und mindestens eine Stunde kalt stellen. Drillen zwischen Sahne steif schlagen, dabei Sahne steif einrieseln lassen. Kuchen aus dem Kühlschrank nehmen, Sahne locker und leicht wellig darauf verteilen. Erneut circa eine Stunde kalt stellen. Kuchen vorsichtig aus der Form lösen. Direkt vor der Teehaltemme übriges Mangopüree in Klecksen darauf verteilen. Zutaten für ca. 16 Stücke, 300 Gramm dunkle Double-Schokolade-Cookies, 150 Gramm Butter, 350 Gramm Zartbitterschokolade, 200 Gramm Schlagsahne, 500 Gramm Mascarpone, 300 Gramm Doppelrahm-Frischkäse, 4 Esslöffel Whisky, 2 Esslöffel Zucker, großer Gefrierbeutel Backpapier, 4 E-Cookies in einen Gefrierbeutel geben, schließen und mit einer Kuchenrolle zerbröseln. Butter schmelzen. Cookie und Butter mischen. Masse als Bode eine Springform, Klammer auf 26 cm Klammer zu, drücken ca. 30 Minuten kalt stellen. 2 Siemens, Porkolude fein hacken. Bis auf 4 Esslöffel bestreuen im heißen Wasserbad Xen, etwas abkühlen lassen. Sahne mit Schneebesen des Rührgerätes steif gehen. Mascarpone Frischkäse, Whisky Zucker verrühren. Geschmolzenes Klade unterrühren, die geschlagene sie unterheben. Schokocreme auf den K-Boden geben und locker verstreichen, mindestens 2 Stunden kalt stellen. 3 Gramm aus der Form lösen. Mit restlicher Schokosplittern bestreuen. Für die Pancakes Mehl mit 2 Esslöffel Zucker Vanille Zucker Backpulver und 1/QTL Salz mischen. Mit der Buttermilch verrühren. 2 Esslöffel Butter schmelzen. Ei und flüssige Butter in den Teig geben und unterrühren. Klammer auf S-Tipp Klammer zu. 2 Zit Butter nach und nach in einer großen Pfanne erhitzen. Je 4 Esslöffel Teig mit etwas Abstand zueinander in der Pfanne verteilen und ca. 2 Minuten goldbraun backen. Wenden und von der anderen Seite ebenfalls ca. 2 Minuten backen. Herausnehmen und im Ofen Klammer auf E bis H Erd 50 C Klammer zu warm halten. Aus dem übrigen Teig weitere Pancakes backen. 3 UAI Mandarinensoßeschen 3 Mandarinen schälen und in Scheibe S, den dabei eventuell K gleich fernen. Circa 3 Manda gleich pressen, Klammer auf, ergibt circa S 3 Esslöffel Zucker und Hora unterstrich, gleich aufkochen. Köcheln. Der Zucker auf Gehöß. 5 Minuten einköcheln in die Soßige, gleich Tee Pancakes mit Puh. Stäuben. Mit Maher. Anrichten. Dazu S. Carpone CDF A. T. Paragraph ca. 35 Minuten nicht so schwer Teon K. 1 Cent 10 EO Teon K. 44 Ok Kal. E9 G. F1
1,1 g kleiner als ö 4 Personen, einfach ö Portion ca. 2,10 Euro ca. 410 Kilokalorien, e 6 Gramm, f 15 Gramm, ka 60 Gramm Ding, Mandeln herausnehmen. Birnen, Orangenschalenstreifen und Orangensaftmix in der heißen Pfanne ca. 3 Minuten dünsten, herausnehmen und abkühlen lassen, Mandeln grob hacken, Kuchen bzw. Muffins in Stücke schneiden in 4 Gläser verteilen, ca. 2/T-Birnen Orangenschalenstreifen und Sud darauf verteilen, für das Sabayon Eigelb 3L Zucker, 4 Esslöffel Cognac abgeriebene Orangenschale, Rest Orangensaft und eine Prise Kardamom in einer Metallschüssel verrühren. Im heißen Wasserbad ca. 4 Minuten mit den Schneebesen des Handrührgerätes dicklich aufschlagen. Dann unterrühren etwas abkühlen lassen. Sabayon und restliche Birnen in die Gläser verteilen. Mit ca. 30 Minuten. Einfach. Portion ca. 3,80 Euro. Portion ca. 410 Kilokalorien, E 28 Gramm, F 12 Gramm, Ka 59 Gramm Zutaten für 4 Personen, 250 Ku Basmati-Reissalz, Pfeffer E 50 Gramm Mungobohnenbrussen 2 Paprikaschoten, Klammer auf 2, B Rot und geklammert zu, und Klammer zu, 1 Buntlauchzwiebeln 1 Knoblauchzehe, 3 Lohn 500 Gramm Fischfilet, Klammer auf 2, B. Seelachs oder Kabeljau Klammer zu, 2 bis 3 Esslöffel Mehl 4 i Reis in / Zi kochendem Esswasser nach Packungshanf, Sungaren, Sprossenwasts und abtropfen lassen, Papp- und Lauchzwiebeln putzen, Paprika in Stücke, Lauchzwiebeln in Ringe schneiz, Knoblauch schälen und Hassel 2 Öl in einer Pfanne erhitzen, Perika, Lauchzwiebeln und Gnatlich darin ca. 3 Minuten dünsten. Mit Salz und Pfeffer herausnehmen. Dreien zwischen Fisch abspülen, Kentupfen und in Stu schneiden. Mit Salz und Pfeffer im Mehl wenden. Heißen Bratfett ca. 3 Minuten braten. Sojasauce Orangens und 200 ml Wasser zugebrühe, einrühren und auf Kochgemüse und Sprossen unterben. Alles 3 bis 5 Minuten Köchreis zur Fischpfanne servieren. Zutaten für ca. 12 Stücke, für die Tarte, 250 Gramm zartes Schokolade, Klammer auf 7% Kakaoanteil, Klammer zu, 2509 etwas Butter, 6 Eler, 200 Gramm Zucker, außerdem, 100 Gramm Haselnusskerne, 250 Gramm krümelfreie Puderzucker zum Bestäuben, L, Klammer auf IACL, Klammer auf PU1. Lie Klammer auf T das erste Drittel des Eischnees macht die Schokomasse flüssiger. Dann lässt sich der restliche Schnee leichter unterheben und bleibt luftig. Stunde und ca. 4 Stunden Wartezeit. Nicht so schwer. Dreist, Eat K. 90 Karatlf, stickt ca. 500 Kilokalorien. E 7 G F 38 G K A 29 Gramm 4 I Backofen vorheizen Klammer auf Umluft 170 C Klammer zu Schokolade in grobe Stücke hacken und mit 250 Gramm Butter in einer Metallschüssel über dem heißen Wasserbad langsam schmelzen. Mischung auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. 2 Eier trennen und Eiweiß mit den Schneebesen des Rührgeräts zu steifem Schnee schlagen, dabei nach und nach den Zucker zugeben. Eigelb in die Schokobuttermischung rühren, ein Drittel des Eischnees in die Schokomasse rühren, restlichen Eischnee vorsichtig mit dem Schneebesen unterheben, J eine Tarteform, Klammer auf 26 cm Klammer zu, mit Butter fetten, die Schokoeiermasse einfüllen und glatt streichen, im heißen Ofen auf der mittleren Schiene 20 bis 25 Minuten backen, bis sie außen gestockt ist, innen aber noch wackelt, wenn man an der Form rüttelt. Herausnehmen und in der Form auskühlen lassen. 4 Haselnüsse grob hacken und auf einem Backblech verteilen. Im heißen Ofen K. 10 Minuten goldbraun rösten. Alternativ kann man sie auch in eine Pfanne rösten. Man sollte sie aber dann stetig schwenken, damit sie rundherum bräunen. Krümelfreiche in einem Schälchen glatt rühren. Die Schokotarte in Stücke schneiden und mit Puderzucker bestäuben. Mit Krümelfreiche und Nüssen servieren.